Yotonic liegt zum C-Sharp Tutorial Nummer 2, die Konsole Auflösung. Und zwar hier ist nochmal die Angabe. Ich zeige euch nochmal, was es können soll. Und zwar gib deinen Namen ein, dann geben wir einen Namen ein. Dein Name ist Cartonic, also als Ausgabe. Dann die Benutzername wird ausgegeben. Das musst du eingeben, dein Passwort. Dann wird hier zweimal es ausgegeben. Wie gesagt vorher, es gibt zwei verschiedene Achten. Die unterscheiden sich ein bisschen darunter, je nachdem, wie man es ausgeben will. Also untereinander Eingabe und dann die Ausgabe in einer Wurst. Man muss sich das so vorstellen, als wäre dann Anna. Ja, ist kein Fehler, dass es doppelt ist. Und die Lieblingszahl dann wird auch noch abgefragt. Hier ist eben die Aufgabe, die gewiesen, dass du es als Int speichern sollst und dann wieder als String ausgeben sollst. Ja, das war die Aufgabenstellung. Jetzt kommen wir zum Programm. So. Erstens einfach einen Namen ausgeben. Wir sehen hier einfach einen Namen ausgeben. So, geben Namen an. Ne? Wir geben einfach console.write ein. Gib deinen Namen ein. So, mit Leerzeichen dazwischen, wie es sich gehört. Und dann wird es gefragt, und was ganz hier wichtig ist, damit es nicht untereinander steht, hier darf nur write stehen und nicht write line. Ganz wichtig. Und dann wird der Name abgefragt, also dieser Name wird abgefragt und der wird im String name gespeichert. Ja? Console.WriteLine ist gleich name String, deswegen soll gespeichert. B, das zweite, war die Ausgabe, das da unten, hier. Soll ausgegeben werden. Dein Name ist, so, console.WriteLine. Dein Name ist plus Name, also plus den String, was wir da vorher eingegeben haben. Hier. Das Eingabe wird dann hier unten dazu gezählt. So, das ist nur, damit man schön auseinander kennt. Ist auch wichtig. Ist auch nicht ein Teil der Aufgabe, ja? Wer das verpeilt hat, ja, schlecht gelesen. Zweitens, und zwar gibt den Text Benutzername und Passwort untereinander auf. So, Benutzername, dann wird das Bild. Will mir aber die Konsole was wissen, geben wir was ein. Dann in der nächsten Zeile wieder Passwort, wir geben was ein und so schaut es aus. Oh, da, so ja, so. Also Konsole, write, ganz wichtig, write, schreiben, nur schreiben. Wir schreiben den Benutzernamen hin, so wie wir es oben schon kennen, ganz gleich. Speichern das als String ab. Dann nächste Zeile, Passwort, speichern das ebenfalls als String ab. Ja. Dann brauchen wir nichts herum konvertieren und sonst irgendwas machen. Ganz einfach, man muss nicht kompliziert denken. Und dann eben alles in einer Wurst ausgeben. Und hier gibt es zwei Varianten, wie ich es gemacht habe. Und zwar erstens, man hat zwei Konsolen, die was ausgeben. Also console.write und Benutzername plus den Benutzernamen, was wir als Variable gespeichert haben. Und dann wird ein Semikolon getrennt. Man könnte es auch so schreiben. Ja, so ist vielleicht eindeutiger, dass das zwei Sachen sind und nicht eine. Und hier im write und dann gehen wir nochmal aus mit write-line. Ja, deswegen, aber damit es in einer Linie ist, dann habe ich es halt so geschrieben. Könnte machen, theoretisch. Oder, wie es wahrscheinlich die meisten gemacht haben, schätze ich mal. Console.WriteLine, Benutzername plus. Benutzername plus. Das Passwort, das ist die Ausgabe wieder. Plus die Variable Passwort. Ja. Ist nicht sehr schön, aber es ist eine Aufgabe. Und ja, gut, das war dann diese Ausgabe hier. Und zu guter Letzt fragen wir noch der Lieblingszahl und das einmal als Int abspeichern, konvertieren, hin und her und lalala. Wir stellen uns also eine Variable, Lieblingszahl, wo nichts drin steht. Wir schreiben immer, wir dann immer zuweisen am Anfang 0. Und beim String, der wir halt einen doppelten Anführungszeichen machen.
Dann schreiben wir in Konsole.write, was ist deine Lieblingszahl, ganz gleich wie oben. Dann haben wir hier wieder, ich habe wieder getrennt aufgeschrieben, so, habt ihr es wahrscheinlich lieber. Lieblingszahl, also das int, ist gleich convert to int 32, ja. Also int hier konvertieren. Und zwar das, was wir lesen wollen. Ja, das ist so ein bisschen mehr verschachteltes Zeug. Wir lesen das hier, aber wenn wir nur das hier haben, console.readline, dann ist es ja ein String und der muss ins int invertiert werden. Das wird dann hier abgespeichert. Und dann geben wir das auch noch aus. Console.writeline Lieblingszahl plus Lieblingszahl, die Variable, die int-Variable, Punkt toString. Wie gesagt, es geht auch ohne Punkt toString, weil es sowieso in alles in String umgewandelt wird, aber so ist es schöner. Ganz unten, damit man die Zeile überhaupt noch lesen kann, es sei denn, man hat ziemlich gute Augen und schnelle Augen, noch console.readKey oder console.readLine oder Read, je nachdem, eins von den drei Sachen. Mein Favorite ist eben readKey, weil du nur einen Buchstaben eingeben musst und dann ist aus. Das ist die Auflösung. Hier noch einmal irgendeinen Namen eingeben, wir geben einen Namen ein. Benutzername geben wir auch ein. Passwort geben wir auch ein. Zweimal ausgeben, wie gesagt, die zwei Varianten. Und was ist die Lieblingszahl? 1, Enter. Lieblingszahl 1 wird ausgegeben und aus.